Vielen Dank, liebe Birgit, und vielen Dank, lieber Steffen, für den fantastischen Einstieg. Ich möchte Sie jetzt gerne mitnehmen in die Initiative Verständigungsorte und was damit geplant ist. Verständigungsorte, wir reden hier. Hier sehen Sie das Logo, die Wortbildmarke. Was haben wir vor? Wir wollen gerne Kirchengemeinden, diakonische Einrichtungen und andere kirchliche Institutionen in ganz Deutschland ermutigen und befähigen, verstärkt solche dritten Orte, solche sozialen Orte, wie Steffen Merle es schon angedeutet hat, anzubieten. An solchen dritten Orten kann dann eben passieren, gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, Zuhören und Erzählen, Erleben von Gemeinschaft, Konfliktbearbeitung, die Bewältigung der multiplen Krisen, Verständigung über gemeinsame Grundlagen, was ja ganz entscheidend ist, und vielleicht auch sowas wie Versöhnung. Wir alle sehen die multiplen Krisen, die ja auch schon jetzt angedeutet worden sind, die einander auch gegenseitig überlagern. Wir erleben die Polarisierungen in unserer Gesellschaft und wir sehen nicht zuletzt am letzten Sonntag, wie radikale und populistische Kräfte gerade erstarken. Ein wesentlicher Faktor ist, dass Verschwörungserzählungen und Fake News auch immer mehr um sich greifen. Und dass die Gesellschaft sich auch immer mehr oder die Menschen sich immer mehr in Bubbles, in ihre eigenen Filterblasen zurückziehen und damit die Gesellschaft immer stärker sich fragmentarisiert. Und deswegen wollen wir nicht nur, aber auch in diesem Wahljahr für Verständigungsorte eintreten. Was will diese Initiative? Verständigungsorte will zum einen bestehende Projekte, die es ja vielfältig schon gibt, an vielfältigen kirchlichen, diakonischen Orten verstärken. Und zum anderen neue Vorhaben aber auch initiieren und dazu ermutigen. Dazu präsentiert Verständigungsorte erprobte und modellhafte Verständigungsformate als Inspirationsbeispiele. Und wir ermutigen und befähigen Gemeinden und Einrichtungen vor Ort zu schauen, was ist bei uns dran? Wo brennt es sozusagen? Was sind die Themen, die oben aufliegen im Sozialraum, in unserem Quartier, in unserer Stadt, in unserem Dorf? Also nahe an den Themen vor Ort und gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Partnern sollen die Formate dann wirklich entwickelt werden. Als Kirche und Diakonie verfügen wir eigentlich über gute Expertise und Erfahrungen, wenn es um Kommunikation geht, um Gesprächs- und Verständigungsformate. Und wir können unsere, ich sage mal, ureigenen Kompetenzen auch in diese Verständigungsorte einbringen. Ein paar Schlagworte: Gemeinschaft, Spiritualität, Ritualisierung, soziale Sensibilität und Anwaltschaft, Seelsorge, Umgang mit Schuld, unsere Hoffnungsperspektive. All das darf auch und soll auch in diesen Verständigungsorten in verschiedener Schwerpunktsetzung zum Tragen kommen. Ja, und damit würde ich eigentlich schon gerne mit Ihnen in die Website hineinschauen von Verständigungsorte, weil die so das Herzstück ist von unserer Initiative. Und hier sehen Sie, was es sozusagen gibt, was die Initiative Verständigungsorte anbietet. Nach einer kurzen Einführung bekommen Sie hier gleich Empfehlungen. Wie finden wir heraus, was dran ist? Wie können wir uns mit anderen verbünden, Räume öffnen, Experten einbeziehen? Welche Methoden eignen sich? Wie können wir Safer Spaces anbieten? Und so weiter und so fort. Diese gesamte Handreichung können Sie auch als kompakte PDF herunterladen, ausdrucken, verteilen. Also das sozusagen so als grober Rahmen, einige kurze Empfehlungen. Dann finden Sie hier den Brief, der von den Leitenden von EKD, Diakonie und MIDI an alle Gemeinden und Einrichtungen geht, ein Appell, ein Aufruf, sozusagen solche Verständigungsorte einzurichten. Hier sehen Sie als nächstes die Praxisbeispiele oder einige ausgewählte Praxisbeispiele. Dazu wird meine Kollegin Luisa Galander gleich mehr noch sagen. Ganz zentral für uns sind diese Online-Seminare, von denen Sie gerade das erste erleben. Hier auf der Website finden Sie alle Termine, wann Orte, Seminare stattfinden. Klammer auf, wenn Sie sich einmal angemeldet haben, bekommen Sie immer automatisch auch vor jedem Online-Seminar die Einladung, müssen sich also nicht für jedes Seminar extra anmelden.
Natürlich wollen wir sie gerne auch bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Der Gedanke ist ja, dass bestehende und neue Formate mit dem Hashtag und mit dem Logo auch beworben werden können. Das steht hier zur Verfügung, auch Material für Social Media, und ich denke, das wird vielleicht auch in nächster Zeit noch etwas wachsen. Dann wollen wir sie natürlich auch inhaltlich zurüsten. Wir haben gesagt, ja klar, die Themen müssen vor Ort gefunden werden, und gleichzeitig gibt es so ein paar große Krisen- und Konfliktthemen, die wir ausgemacht haben, wo wir gesagt haben, dazu ein paar Links, ein bisschen Material, auch gute Materialbörsen, die für Sie hilfreich sein können. Das heißt, Sie können hier auswählen, welches Thema Sie gerade interessiert besonders, und bekommen da entsprechende Informationen, Links und Materialien. Dann, auch wenn, sage ich mal, vieles an Logistik in Gemeinden und Einrichtungen vorhanden ist, kann es gut sein, dass auch Geld notwendig ist für Moderation, für Verpflegung, für Werbung, wie auch immer, für ReferentInnen. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Fördermittelstellen aufgelistet, bei denen es relativ einfach ist, mal einen Antrag zu stellen und vielleicht etwas Geld zu akquirieren. Unabhängig davon können Sie natürlich auch sich an die Fundraising-Beauftragten in Ihrer Region wenden und auch der Hinweis, SponsorInnen vor Ort zu suchen, gerade weil diese Verständigungsorte ja eben diesen Lokal- und Regionalbezug haben, und da gibt es viel Bereitschaft grundsätzlich, auch bis hin in die Wirtschaft. Ja, und wenn Sie professionelle ModeratorInnen suchen, haben wir hier Ihnen so ein paar Adressen aufgelistet, wo Sie einfach anfragen können in Ihrer Nähe auf kirchlicher, diakonischer oder politischer Seite, wo Sie relativ schnell wahrscheinlich gute Moderationsunterstützung bekommen, weil darauf kommt es wirklich an vielen Stellen an. Und dann zum Abschluss noch finden Sie hier die Social Wall von unserer Webseite, wo wir alle Posts sammeln wollen, die mit dem Hashtag Verständigungsorte beworben werden. Aus irgendeinem Grund wird jetzt, wenn es gerade die Vorschauen nicht gezeigt, aber wenn Sie das bei sich aufrufen, dann sehen Sie ja auch so kleine Vorschauen. Ja, soweit, und damit übergebe ich schon erstmal an Birgit Dirks wieder und auch an meine Kollegin Luisa Galander, die sie in die Praxisbeispiele einführen wird.